Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier 70CD. Ich fahre gerade zurück von der Loot-Tour, von der Stadt, wo ich gerade in der letzten Folge war. Und im Haus, ob wir jetzt schon gute Beute geholt haben. Zum Beispiel ein Scharfschützengewehr, was ich manchmal bauen wollte. Aber ich nicht konnte. Und wir haben einmal unsere Intelligenz auf zwei Punkte, auf einen Punkt erhöht, mit zwei Punkten, die wir gehabt haben. Und jetzt fahre ich zurück zu unserer Basis, um die noch ein bisschen aufzuwerten, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich hier verkehrt bin. Ich muss nämlich Richtung Hause, nach Hause. Das ist die Richtung. Denn Verkehr zu fahren ist nicht gerade ideal, ne? Das Norden. Jetzt muss ich mal ganz gucken, ne? Also, bevor wir gänzlich verkehrt fahren. Das ist schon verkehrt. Hm. Wo das rückwärts fährt, ne? Das muss man mal erleben. Gut. Dass wir nachgeschaut haben. So, hier eigentlich rechts. Ja, genau. Das ist richtig. Ja, wir fahren zurück. Wir werden unsere Klamotten, also uns alles auspacken. Dann werden wir noch ein bisschen bauen. Und zwar, wenn wir ein bisschen das Gestell, alles ein bisschen aufwerten, dann werde ich runtergehen in den Graben und dann da noch ein bisschen ausbauen. Weil im Graben ist noch vieles, ja, da müssen wir was tun. Damit die Zombies, wenn sie kommen, über den Graben zur Brücke gelenkt werden. Egal wo sie reinspringen, ne? Wir sollen jetzt keinen Weg mehr finden, um zu mir zu kommen. Und auf keinen Fall über den Inneneingang, sondern über den Außeneingang. Den ich dann im Prinzip dann später so ausbauen werde. Hoffe ich, dass ich dann nicht mehr sterben muss. Ansonsten muss ich dringend Wissen erlangen für böse Schutzmaßnahmen von Elektro bis hin zum sag mal Schiffsschraube, ne, die sie aufspießt, elektromäßig, Motor und so. Das werden wir jetzt in die Zeit noch tun. Jetzt haben wir 1936. Sofort beigehen, erstmal ausräumen und später kann ich ja sortieren, ne? Also da den Graben muss ich komplett aufwerten, also beziehungsweise so gestalten, dass da keiner so schnell mehr hinkommt, ne? Obwohl, werden wir später aussortieren, das ist das andere wichtig, dass wir jetzt all die wichtigen Sachen erstmal ins Haus kriegen. Obwohl, machen wir später. Hier müssen die Fallen wieder ergänzt werden, ne? So, hier. Sesam, öffne dich. Damit eh. Ja, das muss alles ein bisschen verbessert werden, ne? Auch oben, ne? Ich meine, hier ist schon nicht schlecht. Da haben sich lange dran rumgekratzt, ne? Also. Aber leider konnte ich mich oben da nicht lange mehr verteidigen. Beziehungsweise. Die sind über Umwege reingekommen, also dann doch plötzlich vom anderen Weg gekommen, ne? Wo sie festgestellt haben, sie kommen hier nicht hoch, beziehungsweise sie kommen hier schon hoch. Ich habe schon so gebaut, dass sie hochkommen können. Aber sie kamen hier nicht weiter und dann haben sie mich im Prinzip über die nächste Schwachstelle erwischt. Und das heißt über den Balkon. Also, ich habe jetzt mal alles rein. Eisen, Verbandzeug lasse ich drinne, Stofffetzen, das ist Elektroteile, Tabletten, so, dafür jetzt mal verkaufen können, kommt da auch rein, später, das Wissen für Handgranaten, naja gut, glatt, Jacke, Kaffee, Bauplan, Strahlungsentferner-Mod, ja gut, müssen wir schauen, Papier, ja, das Zeug auch mal hier reinhauen. Das werden wir oben auspflanzen bei Gelegenheit.
Schauen wir auch mal hier rein. Das auch. Kunststoff. Thema halt nochmal. Das können wir hier reinlegen. Öl. Wie gesagt, erstmal reinwerfen. Das werden wir einschmelzen. Habe ich eine? Ach, Kälte wäre schon eins. Hm, aber gut. Das behalten wir. Das kann hier rein. Glas. Tee nach oben. Das werden wir einschmelzen. Schmelzen wir auch rein. Das Flasche trübes Wasser, das haben wir hier mal rein. So, Tee, leere Flaschen. Wasser habe ich keins geholt. Kein Problem. Taschenlampe. Gut, erstmal ausgepackt. Holz bleibt drinne. Was war hier immer wichtig, was wir noch brauchen könnten zum Bauen? Hier war nichts bei. Aber hier Bronze ist wird hier eingeschmolzen. Also Messing. Ich habe ja so viel, ne? So. Das schmelzen wir mal ein. Das ist ganz gut. Ein paar Schuss wären. Dann werden wir ganz schnell mal Stahl nehmen. Wo Stahl wäre nicht gut. Wir wollen, ach, da ist der Schlüssel. Den habe ich gesucht. Aber wir brauchen den Raum auf jeden Fall. Das nehmen wir auch mit. Die Brille können wir hier lassen. Beton. Dann werden wir mitnehmen. Cobblestone haben wir dabei. Da. Also draußen wird aufwerten wollen, ne? Unsere Aufwertpistole, wo ist die? Ich bin da so ein bisschen Profi. Wasser, Knochen, da haben wir doch schon. So. Unser Scharfschützengewehr, wo ist das abgelassen? Schon weggeräumt, ne? Oder? Pistole, Maschinengewehr. Pistole. Da. Das Gewehr ist einfach Reichweite 51. Also 61. Ja gut. Bestimmt war das Ding Magazingröße 5. Ah, gut. Wir können also. So, dann gehen wir gleich unten Beton machen. Und den Graben aufwerten. Wir werden mal gleich mal gucken, dass wir da einen guten Graben reinkommen und vor allem wieder raus. Und später werden wir dann den Graben entsprechend damit wir gut und ohne Probleme rauskommen, bauen wir hier uns erstmal eine Treppe auf, die wir uns mit Holzrahmenblock machen. Und zwar stellen wir 10 Stück her, das geht, oder 11, ist egal. Maschinengewehr, dann nehmen wir raus. Dann werden wir uns hier das so aufbauen, dass wir rausgehen können, ne? So. Weil ich möchte ja wieder rausgehen, rauskommen, und das heißt, wir müssen was aufbauen. Ist aber so gedacht, dass ich im Prinzip zur Blutbootnacht das wieder entfernen kann. Beziehungsweise die Zombies das alleine hinkriegen, ne? Weil die sind ja auch zerstörerisch. So, dann werden wir gleich mal hier vorne aufwerten. Da wird es jetzt Kappelstunden, ne? Ja, das ist völlig ungünstig, das fehlt, ne? Ja, da fehlt noch Ziegel. Da fehlt auch einiges. Denn die müssen ja die Zombies die Schwachstellen nicht bieten, dann die nutzt das nicht perfekt aus. So, da haben wir schon Platz, die brauchen wir dafür. So, an denen lohnt sich scheitern.
denn repariert. Denn eine Schwachstelle im Beton. Man weiß ja nie, ne? Wie die sich da so ist das erledigt. Und hier ist die zweite Reihe. Dann müssen wir warten, bis es trocken ist, dann können wir aufwärts zur Stahlbeton. Pistole ist schneller als der Clownhammer. Der Clownhammer musste, glaube ich, 3 Jahre zuhauen, glaube ich. Und Nagelpistole ist halt einmal, ne? So, im äußeren Bereich machen wir nicht so. Hier werden wir natürlich den ganzen Lehm wegnehmen. Dazu werden wir mal kurz unser Bohrhammer nehmen, ne? Das ist ja am besten dafür. Und guck mal, Zeit, 11, ja. Maschinengewehr ist auch parat, ne? Also hier können sie eigentlich nicht hochspringen, aber ich weiß nicht genau, wie hoch die springen an sich. Ich nehme das immer weg. Später werden wir unterfüttern mit Cobblestone, dass die Mauer stabil ist. Irgendwie müssen wir uns ja schützen, ne? Solange wir das nicht können mit dem Strom und den Selbstschutzanlagen und Munition herstellen oder sowas, müssen wir das Maximale rausholen am Schutz. Das heißt, die müssen aufgehalten werden. Klingt folgt, ne, aber je mehr die tiefer die ist, umso besser ist es für uns, weil die kommen nicht hoch, ne? Stein nicht wegkommen. Die olle Ziege wieder. Ja. Bist du? Naja, gestorben ist sie ja schon mal, ne? Es ist kurz vor 10. Achso, ich habe Licht. Ich meine, nachts muss ich nicht rumtanzen, also da sind schon zu stark die Zombies. Ein bisschen Knochen, ein bisschen Fell, ne? Gut. Sind wir außen fertig. Dann gehen wir wieder rein, ne? Wir riskieren da mal nichts. Wir machen ein Loch zu. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz. Wir gehen mal ganz kurz um unseren Keller.
Ich zeige euch mal, was ich gebaut habe schon. Beziehungsweise neu gebaut haben. Ne? Hier ist alles zu, ja, passt. Hier ist er verstärkt worden, hier können wir gleich nochmal verstärken. Das ist nämlich auch wichtig. Falls sie doch mal sich entscheiden, hier oben anzugreifen, dass es zumindest sicher ist, ne? Genau genommen musst du gerade den Boden aufwerten, weil wenn die sie mal später durch den Graben nach oben buddeln, kann man nicht aufschließen, ne? Die machen alles, die Zombies, also. So, hier kann man wieder einen Stall aufwerten. Jetzt haben wir kein Eisen. Gut, jetzt gehen wir mal ganz kurz runter. Ist ja nicht weiter schlimm. Also, ist der alte Weg. Wir gehen runter. Hier ist Eisen, aber das ist ungünstig, ne? Weil der im Prinzip hier ist auch Eisen, aber wie gesagt, wenn wir hier vorne arbeiten, da hat es den Nachteil, dass Zombies von diesem Lärm angezogen werden. Und dann fangen die an, um unserem Haus umherzuwühlen, ne? Also alle möglichen Fallen kaputt machen, die es schon gibt. Und dann ist es äußerst blöd, weil man die ständig wieder reparieren müssen. Kostet ja unnötige Ressourcen, ne? So, jetzt gehen wir hier links rein. Ich habe hier noch keine Laternen, sag ich schon, keine Dinge aufgebaut. Habe ich Tierfett, müsste ich an die haben, ne? Mal gucken, mal ganz kurz, ob wir Fackeln herstellen können. Wir haben nicht gerade Knochen haben wir gekriegt. Ne, Tierfett nicht. Auch Stoffhetzen haben wir auch keinen. So, hier ist auch noch Eisen. Und hier vorne Nitrat. Ist aber für mich erstmal nicht so wichtig. Also ich möchte eigentlich die Mine erreichen, die weiter weg ist, weil da sind nämlich drei so eine Adern, ne? Also von oben gesehen. Hier mal ein bisschen geradigen, wo wir uns fehlen müssen, ne? Den Steine können wir auch gebrauchen, für Beton. Das schmelzen wir ein und dann... Ich brauche so viel Benzin, ne? Das ist schon eine Nacht, ne? Gehen wir kurz weiter. Können wir später buddeln, ne? Und für uns ist, für mich ist heute wichtig, dass wir heute Eisen kriegen. So. Mal ganz kurz gucken. Richtung Mine wollten wir gehen. Also ich jedenfalls. Das heißt, wir müssen buddeln ohne Ende. Das haben wir jetzt 18 Jahre. Ja. Oh, hier geht's weiter. Das heißt, wir haben ein Stück geschafft. Man kann nämlich schauen hier über die Karte, wo man ist. Da kann man erkennen, aha, ich bin schon auf einem guten Wege. Hier ist die alte Mine und die ist leider. Leider ist da fast kein Eisen mehr. Also Eisen ist da, wenn da was ist, nur Reste und das ist nicht der Rede wert. Und deswegen muss ich jetzt hier die neue Mine erschließen. Dicht am Haus, in Anführungszeichen, ne? Aber nicht zu weit weg. Weil zu weit weg wäre schlecht. So, leider haben wir noch bisher noch ein, also wir haben noch nicht das Wissen, wir können noch keinen bauen, ne? Erdbohrer können wir leider noch nicht bauen. Leider. Da muss ich noch ein bisschen Wissen erlangen, ne? Also da bin ich ja gerade bei, aber es dauert wie seit Ewigkeiten jetzt, ne? Ich habe wahrscheinlich auch anfangs zu viel Verkehrsrichtung gelevelt, was auf Englisch war teilweise. Das rächt sich jetzt, ne? Aber deswegen fange ich von vorne an. Wir ziehen wir jetzt durch, ne? Guten Morgen. Muss ich mal sehen, ne? Ich bin da morgen. Also im Tag hier entsprechend noch weitergehen, schon weiter wieder ein paar Häuser ausräumen oder mal einen Tag die Basis entsprechend
weiterhin ausbauen, reparieren und so, ne? Besonders den Graben am Herzen, also dass der Graben fertig ist. Oben muss ich Schießscharten bauen. Da wo ich sagte, da wo ringsherum, wo wir jetzt das ringsherum im Prinzip so Öffnung da sein, Fenster darüber durchschießen können. Dass sie sich gar nicht erst in der Lage sind, irgendwo durchzubrechen. Ne? Das macht ja keinen Sinn, ne? Und sobald sie durch sind, bist du verloren, ne? Ich muss schauen, dass ich zu tief komme. Obwohl das eigentlich ganz gut ist. Weil die Zombies, die graben sich auch von oben nach unten, ne? Oh, Metall. Oh, das ist gut. Mal ganz kurz gucken, wo wir sind. Wir sind schon mal dicht bei. Na gut, das möchte schon alles Eisen sein, ne? Also, Kohle sind wir angekommen. Und jetzt werden wir uns hier ein bisschen Eisen freibuddeln hier. Jetzt kriegen wir das, was wir alles brauchen, und zwar Bruchsand und Eisenerz, ne? Und wegen Eisenerz sind wir hier. Irgendwann muss ich noch mal in eine Wüste fahren, um da den Ölschieber zu holen. Ganz richtig, Ölschieber, ne? Da sind wir irgendwann also wir brauchen uns bald Benzin, ne? Das ist ja das. Der Tag kommt ja, ne? So, liebe Schüler, da werde ich mich schon mal verabschieden. Ich bottle ab jetzt weiter und mache ein bisschen Erz. Ich denke mal, das ist nicht so interessant, ne? Und sobald das morgen oder ja, morgen weitergeht, mit dem Ausbau oben und mit dem nächsten Haus bluten, dann hole ich euch wieder ab. Und dann machen wir gemeinsam eine Bluttour. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, bitte schön. Dafür ist die Kommentarleiste da. Also einfach mal reinschreiben. Ich werde so schnell wie möglich darauf reagieren. Sagen wir so innerhalb eines Tages, abhängig natürlich von meiner Zeit, wo ich arbeite. Wenn der Arbeit geht es natürlich nicht. Aber ansonsten, sobald ich das erfahre, ich erfahre es ja schon auch bei der Arbeit über das Handy. Aber da geht es halt nicht. Ich kann da nicht ständig Handy in der Hand haben. Ne? Das geht ja nicht. Ne? Und ich glaube, dann werde ich abends nach Hause kommen oder am Nachmittag, je nachdem, wie ich Schicht habe, dann werde ich darauf sofort reagieren. Über mir ist sie wieder. So, dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder da seid. Tschüss.